Fische sind alle so hoch belastet, dass überall draufsteht, sie sind nicht mehr verkehrsfähig. Das heißt, ich darf sie nur noch im Nachbarschenke auch nicht als Ratzefisch nehmen. Okay. Aber das ist ein enormes Problem. Ja, das Problem bei diesen PFCs und ist halt, sie reichern sich im Körper an. Was ist denn eigentlich? Ist es arg an der Oberfläche? Es sickert ja drunter durch, nur sozusagen. Das möchte man dann oben abtragen oder wie habe ich das verstanden? Nein, Problem ist, wenn ich eine rein lokale Verunreinigung habe, ich sage mal ein Fußballfeld und ein Hektar, das kann ich abschieben, ja? Mit 115 Hektar, wie wollen Sie das machen, mit halbwegs vertretbarem Aufwand, zumal das ja landwirtschaftlich genutzte Flächen sind. Heißt, also der Mechanismus ist der, das Zeug wird eingetragen, ja? Es war ja wohl als der Bodenverbesserer. Ja? Also, und die Schadstoffe, die drin sind, die sickern dann langsam durch die Krume durch, ja? Durch Regen und andere Dinge aktiviert, bis sie auf eine wasserführende Schicht stoßen. Und das passiert hier bei uns am Oberrhein ziemlich schnell, weil wir keine Lehmböden haben, sondern ziemlich schnell im Kies sind. Und dann breitet sich das Zeug aus, so, und ein Trinkwasserbrunnen, ja, der zieht Wasser an, verändert die Druckverhältnisse im Grundwasser und zieht damit auch diese Schadstoffe an. Das ist ein altbekanntes Phänomen. Wir haben auch noch ein anderes Phänomen. Das Grundwasser geht vom Schwarzwald diagonal rüber zum Rhein, also von Südost nach Nordwest. Entlang der Murg. Sie müssen sich vorstellen, dass neben jedem Fluss gibt es einen parallelen Grundwasserstrom. Der fließt ungefähr auch so schnell wieder. Nicht ganz, aber er fließt relativ schnell. Und auf die Art und Weise breiten sich Schadstoffe, die in so einen das Oberflächengewässer begleiten, den Grundwasserstrom geraten, auch relativ schnell. Das ist das, was bei euch Richtung Wasserwerk zieht, ne? Das ist das, warum das die Wasserwerke alle Osmosefilter reinmachen mussten. Ne? Ja klar, wir ziehen Wasser an, wir wollen ja Trinkwasser produzieren. Ja, das ist für halt hier was mich im Moment stört, ist ganz einfach, dass die Politik nichts macht, also insbesondere Landespolitik. Das ist halt eine Geldschichte, was ich mir halt vorhin dachte, deswegen frage ich wegen der Oberfläche, wie weit es sozusagen auch oben belastet ist und runtersickert. Die sagen, der Mutterboden ist wie ein Schwamm. Ja. Die oberen 60 cm sitzen 90% der Schadstoffe. Okay. Also dieser Schwamm lässt immer nur eine bestimmte Menge an PFC. Und dann tropft das durch. Dann geht es durch. Gäbe es denn Pflanzen, die mehr Schadstoffe aufnehmen als andere, gibt's, als Mais oder so? Und zwar die Universität in Nancy in Frankreich, ne? Die arbeitet dran, und zwar haben die in hochbelasteter Fläche in Albanien, diese dort mit bestimmten Pflanzen besetzen, und die Pflanzen nehmen diesen Cadmium und weiß Gott was, Blei und solche Dinge, nehmen die enorm auf. Ne? Ich weiß nicht, ob das auch bei PFC geht, muss man gucken. Ja, die halt hinterher hat zwar schon. Ja, naja, welche Pflanzen nehmen die denn da? Irgendein Anführungszeichen Unkraut. Also nichts, was man hinter. Nee, nichts, was aber zum Menschen verzehrt. Die Bauern dort kriegen Geld. Sagen wir es mal so: Wenn Sie eine bundesweit maximale Aufmerksamkeit nochmal zu dem Thema PFC haben wollen, man sagt ja der Hanfpflanze nach, dass man diese ganze Geschichte anbauen könnte, um damit die... Früh morgens ein Joint und der Tag ist sein Freund. Ja, nee, das ist bei mir nicht ganz der Fall. Ich bin nämlich medizinischer Cannabis-Patient. Ich bin Botschafter für Schmerzfreiheit. Ich bin an der Stelle absolut schmerzbefreit. Genau. Ich hatte eine entfernte Verwandte, die das Glück hatte, ihren Krebs in Kalifornien zu haben. Und da war man ja immer schon an der Stelle, was das Medizinische... Ne? War man ja sehr entspannt. Genau, ja. Aber in den Größenordnungen, über die wir hier reden, also über 800 Hektar, das werden sie mit 8 Millionen Quadratmeter nicht gelöst kriegen. Ja. Es sei denn, sie wollen die ganze Republik. So gut. Naja, sagen wir es mal so, die Story wäre halt cool für eine beiderseitige PR-Aktion gewissermaßen. Ja. Aber das wird nicht funktionieren. Im Kern dreht sich wirklich darum, ein vernünftiges Finanzierungssystem für solche Fälle zu finden. Ja. Das Geld ist da, ja. Nur es sitzt jeder drauf, auch klar. Ja.
Und dann zwingt man eine Stadt wie Rastatt dazu, sich mit einem Typ wie dem Vogel vor Gericht rumzustreiten. Ja? Zweimal in zwei Jahren den Wasserpreis zu erhöhen. Also jeder in Rastatt zahlt im Moment etwa ein Viertel Euro Cent auf den Kubikmeter allein nur für B. Die anderen beteiligten Systeme finanziert.